das, was billiger ist, ist nicht immer das Beste. Im Gegenteil, leider auf dem Markt heutzutage alles, was gut für Natur und Menschen ist, ist teuer. Und alles, was schlecht für Natur und Menschen ist, ist billig. Aber bitte doch, wer ist dafür verantwortlich, um so ein System zu entwickeln? Das Steinpapier ist so ein Beispiel. In 2016 wird Steinpapier zum fast 800.000 Tonnen produziert. In China und in Taiwan. Steinpapier ist am Ende des Tages Stein. Das ist Abfallbergbau. Das heißt, Staub, das heutzutage Asthma und Atemhalungsprobleme bei Kindern bewerkstelligt, das wird jetzt verwendet, um Papier herzustellen. Und dann haben wir die Leute, die uns sagen, aber bitte, Sie verwenden jetzt Polymeren. Ja, wir verwenden Polymeren. Das können entweder synthetische Polymeren sein, die wir für die nächsten 2000 Jahre verwenden können, weil Steinmehl und Polymeren, die sind ja gut für 2000 Jahre. Das heißt, wir können zum ersten Mal ein Papier herstellen, wo wir 2000 Jahre lang die Rohstoffe verwenden, ohne Wasser, und ohne, dass wir die Farbstoffe entfernen müssen, wenn wir das neu verwenden, rezyklieren. Meiner Meinung nach ist das wirklich ein Paradigmawechsel. Wenn ich zum ersten Mal darüber geredet habe, hat man nur 18.000 Tonnen hergestellt. Wir sind jetzt 2016 auf fast 800.000 Tonnen. Das heißt, der Markt sagt, wir wollen Papier haben, das für immer rezyklierbar ist, und wir wollen Papier haben, das kein Wasser verwendet und auch keine Bäume. Wir brauchen gar nicht abzuholzen. Und diese Art von Überraschung, weil man denkt, das ist ja doch nicht möglich, ist meine einzige Antwort. Bitte nehmen Sie sich mal 3-4 Tage, fliegen Sie nach Shenyang in China, in Benji City, oder fliegen Sie nach Tainan in Taiwan und gucken Sie es mal an, weil das ist eine Wirklichkeit. Und wenn wir die Wirklichkeit des neuen Paradigmas nicht anschauen wollen, dann leben wir ja in die Vergangenheit. Das große neue Projekt, das wir aufbauen, ist das Windelprojekt. Windel ist am Ende des Tages ein Aufwand für die Gesellschaft. Das war vor 60 Jahren, in 2015 ist es vor 60 Jahren erfunden worden, wo wir diesen Einwegswindel entwickelt haben, dank schwedischer Regierung mit Zuschüsse. Und wenn ich sage, wer ist die Gesellschaft, den Menschen hat sich das entwickelt, ich nicht. Aber das Schöne ist, dass jetzt wir eine neuen Windel entwickelt haben, die wir umsonst anbieten können. Das heißt, Windel sind ein Gemeingut. Windel kosten nichts mehr. Und dann können wir doch an die Menschen bitten, wenn der Windel nichts mehr kostet, holen Sie bitte den Windel ab und liefern Sie uns bitte die gebrauchte Windel zurück. Weil wir werden daraus Therapeuten herstellen. Wir werden schwarze Erde machen. Und diese schwarze Erde pro Jahr, pro Kind, das ist 1000 Kilo. Und wenn wir 1000 Kilo schwarze Erde haben, dann können wir 1000 Obstbäume und Nüssebäume anpflanzen. Und dann haben wir innerhalb von den nächsten 25 Jahren mehr als 1 Million Tonnen Obst und Nüsse pro Jahr. Dank einer Initiative von 1000 Kindern. Und ich glaube, das ist Paradigmawechsel, weil wir schaffen Community. Das Wichtigste in der Gesellschaft ist, kennen die Leute einander. Wenn man jeden Samstag sich trifft, dann wird man jeden Samstag andere Kinder kennenlernen. Das heißt, nach 6 Monaten kennt man alle Namen von allen Kindern innerhalb von einer Region von 600 bis 800 Meter. Wir haben Gesellschaft. Die Community ist da. Und dann wird man endlich mal reden über, was wichtig ist ins Leben. Das ist Kleidung für die Kinder, Ernährung für die Kinder, Gesundheit für die Kinder, Spielzeug für die Kinder, schlafen die Kinder. Und wenn man darüber mit seinen Nachbarn in dieser Stadtregion reden kann, dann kommt man auf eine Änderung der Stadt. Die Stadt wird jetzt dank dieser Initiative Millionen von Obstbäumen anpflanzen können. Aber das ist alles nur möglich, weil wir jetzt die Windel nicht mehr auf die Mülldeponie schicken. Und diese Art von
Paradigm Shifts, wechselt jetzt Paradigma, ist nur möglich, wenn wir, so wie das auf Englisch schön sagen können, from the bottom up, vom hinten hoch. Weil so muss es eigentlich am Ende passieren. Das ist die richtige Demokratie. Das ist eine Umwandlung einer Gesellschaft, weil der Mensch das Beste will für Gesundheit, für seine Kinder und das Glück. Und was ein Glück für ein Kind, das weiß, dass es die erste Generation der Geschichte ist, wo seine Exkrementen verwendet werden, um Ernährung für die nächste Generation sicherzustellen mit Bio, Obst und Früchte. Statt Soja und Mais einzuführen aus Amerika und Brasilien, um unsere Hühner billig und kräftig zu ernähren, sodass wir billige und große, schöne, dicke Eier haben, sagen wir, das Modell ist jetzt zum Ende gekommen. Wir sollten dafür sorgen, dass die Hühner, das essen, was die in die Natur am liebsten essen. Und dann wissen wir, dass 50% der Eiweiß von Hühnern kommt ja aus Maden. Das sind ja Larven von Fliegen, die auffressen. Die essen ja keinen Mais. Mais ist gar nicht zur Verfügung. Die essen auch kein Soja. So deswegen müssen wir zurück in die Natur anschauen können, wie funktioniert das Ökosystem. Und deswegen sind wir mit unserer blauen Ökonomie, die Blue Economy, sind wir sehr nah an ein Design, das inspiriert ist von Ökosystemen. Und die Ökosysteme arbeiten fast nur mit, was lokal zur Verfügung steht. Und die Ökosysteme werden nie einen Abfall akzeptieren, weil Abfall ist einfach ein Produkt, eine Materie, eine Ernährung, eine Energie, die auf dieser Stelle keinen Nutzen hat. Aber wenn wir das umorganisieren, haben wir schon einen guten Nutzen. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, zum Beispiel mit Hühnerernährung, 50% der Ernährung kommt aus Schlachtabfall, kommst aus Obstabfall, wo wir die Fliegen züchten. Und wenn die Fliegen im Obst den extra Obst, den wir als Menschen nicht gut genug finden, dann können wir mit diesem Obst hervorragende Fliegen züchten und dann können wir die Maden verwenden, um diese Hühner zu ernähren. Und diese Kette erlaubt uns, ein neues Design zu machen, statt diese Gefängnisse von Hühnern zu haben, können wir ja neben die Hühner einen großen Obstgarten ausbauen. Und für jede 100.000 Hühner haben wir dann mal 10 Hektaren Obst. Und dann können wir Obst und Hühner, und wenn wir dafür sorgen, dass die Fliegen das beste Essen immer bekommen, dann würden die nicht die Hühner stören und dann werden wir auch nicht den Obst stören und nur uns die Maden geben. Und das integrierte System von Clustern ist meiner Meinung nach nur lokal möglich. Man kann nicht immer wieder ein Schiff oder ein LKW dazwischen stecken. Wir müssen dafür sorgen, dass das alles verknüpft wird und dass alles direkt ohne Transportnotwendigkeit zur Verfügung steht. Und dann kommen wir auf eine Wirtschaft, die viel mehr Mehrwert schafft, die nur lokal funktioniert und die sogar in der Lage ist, die Endprodukte viel billiger an den Konsumenten anzubieten.